Guten Morgen, liebe Zuseher. Ich hatte von Sonntag auf Montag in der Nacht hatte ich eine Presseanfrage formuliert an die Stadtverwaltung Dresden und hatte ihr insgesamt mindestens 8 Fragen zu Corona gestellt. Und die Mail dürfte am Montagmorgen geöffnet worden sein. Und jetzt mit 2 Tagen Abstand habe ich also die Antwort bekommen. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Sehr geehrter Herr Schäfer, wir bitten um Verständnis, dass wir uns in der aktuellen Situation nur auf wesentliche Fragestellungen beziehen können. Gern tragen wir dazu bei, ein differenziertes Meinungsbild zu geben. Jedoch unter Beachtung dessen, was geboten und was möglich ist. Ihre Fragen beantwortet das Gesundheitsamt. Doppelpunkt. Ich hatte gefragt, erstens, sind inzwischen ausreichend Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel oder ähnliches für die in der Verantwortung der Landeshauptstadt liegenden Krankenhäuser und sonstigen medizinischen Einrichtungen vorrätig? Antwort: Die Beschaffungswege sind noch immer angespannt, punktuell gehen Lieferungen ein, jedoch kann von einer ausreichenden Versorgung mit Material noch nicht die Rede sein. Zweitens, inwieweit kümmert sich die Landeshauptstadt auch um die Versorgung von niedergelassenen Hausärzten, Pflegeeinrichtungen oder ähnliches mit Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und ähnlichem? Antwort: Der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Dresden koordiniert eingehende Materialspenden und verteilt diese zum Beispiel an Pflegeeinrichtungen. Punkt. So geht auch das Gesundheitsamt vor. Es wird zunächst geschaut, in welchen Einrichtungen besondere Risikogruppen vertreten sind, die es zu schützen gilt. Hier wird mit den gebotenen Möglichkeiten versucht, Unterstützung zu leisten. Drittens, welche Institution auf städtischer Ebene veranlasst gegebenenfalls Tests auf das Coronavirus selbst und/oder Antikörper gegen das Virus? Antwort: Ein Antikörpertest ist aktuell nicht ohne weiteres möglich. Testungen von Fällen, bei denen ein Krankheitsverdacht besteht, veranlasst der Hausarzt, zum Beispiel über die Corona-Ambulanz des Universitätsklinikums. Testungen von Kontaktpersonen zu einem Infizierten werden durch das Gesundheitsamt veranlasst, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Viertens, welche Institution auf städtischer Ebene sammelt die Informationen über die Anzahl der Tests und die Ergebnisse der Tests? Antwort: Besteht ein positives Testergebnis, wird das Gesundheitsamt informiert, das die weiteren Maßnahmen unverzüglich einleitet. Bei einem negativen Testergebnis wird die getestete Person informiert, ein weitergehender Handlungsbedarf besteht hier nicht. Da möchte man doch mal ganz kurz aufhorchen. Das Gesundheitsamt, so wie es hier formuliert ist, erfährt nur von positiven Testergebnissen. Bei negativen findet keine Berichterstattung statt. Einfach mal merken, ja? Fünftens, welche Informationen können Sie mir bezüglich der Anzahl der Tests, des Alters, Geschlechts, der Vorerkrankung der Testteilnehmer mitteilen? Hierzu treffen wir keine Aussage. Also das Gesundheitsamt trifft dazu keine Aussage. Sagt auch viel. Sechstens, wie viele Obduktionen fanden seit 1. Februar im Verantwortungsbereich der Landeshauptstadt statt? Antwort: Hierzu treffen wir keine Aussage, da Veranlassungen für Obduktionen nicht ausschließlich bei der Landeshauptstadt Dresden liegen, sondern zum Beispiel auch bei den Staatsanwaltschaften. Okay? Es sterben, wie ich kürzlich mal in einem anderen Video gesagt habe, statistisch gesehen 15 Menschen jeden Tag in Dresden, in Grippezeiten ein paar mehr. Ich frage mich, wie schwer das sein kann, die Daten da zusammenzuführen. Ich habe den Eindruck, man möchte das nicht. So. Also, siebtens, in wie vielen Fällen, in Klammern Obduktionen, wurde das Coronavirus festgestellt? Antwort: Bei keiner. Achtens, in wie vielen Fällen wurde Covid-19 als todesursächlich festgestellt? Antwort: Hierzu verweisen wir Sie auf die unter www.dresden-corona eingestellte Fallzahlenstatistik. Hier sind auch diejenigen Fälle ersichtlich, in denen Dresdnerinnen und Dresdner aufgrund einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind. Mit freundlichen Grüßen und so weiter.
So, das war die Presseanfrage bzw. die Antwort der Stadt darauf. Ein paar Sachen habe ich angedeutet. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich verkneife mir meine weitere und wünsche euch einen schönen Mittwoch.